Okay, wir sind wieder ein bisschen in der Theorie unterwegs, und zwar was das RTA Teambuilding angeht nochmal. Ja, ich hatte ja ein Video gemacht, wo ich so grob, beziehungsweise was heißt grob, ich bin stark auf eine Gesamtteamwertung drauf eingegangen. Sprich, ich bin auf alles so ein bisschen eingegangen. Heute kümmern wir uns aber mal, wie wir schon sehen, über die Classic Cleaver, aber dazu komme ich gleich. Und zwar dachte ich mir, wir machen einfach mal alle. Gehen wir so ein bisschen durch. Ja, sprich die Cleave, die Bruiser-Kombos, die CC-Cleave, die Slow-Cleave, die CC-Slow-Cleave, sowas halt. Dass wir einfach mal alles so ein bisschen durchgehen, ja, so ein bisschen zumindest, so ein bisschen mehr verständlich machen und man sich dann eventuell so ein bisschen raussuchen kann, worauf man gerade Bock hat in der RTA oder was man spielen könnte. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Wie gesagt, wir gehen heute auf die Classic-Cleave ein, gehen aber auch ein bisschen... Ja, ein bisschen auf die Tablo Jamayer Cleave ein, ja, nur ein bisschen. Aber hauptsächlich geht es heute um die Classic Cleave. Was ich jetzt auch noch andeuten möchte, ist vorab, das ist natürlich ein bisschen metalastig. Kann natürlich sein, dass es sich in ein paar Monaten schon wieder komplett ändert, ja, dass da schon wieder was ganz anderes rausgekommen ist. Das ist jetzt der Stand der Dinge, ja. Das ist der derzeitige Stand der Dinge. Es kann sein, dass sich halt was ändert. So, bevor wir mit der Classic Cleave aber anfangen, fangen wir erst einmal mit den Vor- und Nachteilen an. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Hier. So, und zwar Vorteile. Natürlich, eine Cleave ist darauf aus, dass es schnell geht. Ja, es geht schnell oder man verliert halt schnell, je nachdem halt, ja. Aber ein Vorteil ist auf jeden Fall, eine Cleave geht in der Regel immer schnell. Das ist so ein bisschen darauf auch ausgelegt. Einfach schnell wegklatschen oder schnell verlieren, ja. Und was ich finde, was auch noch ein guter Vorteil ist, ist, tatsächlich hat eine Cleave einen sehr kleinen Monsterpool im Gegensatz zu anderen Teams, ja. Im Gegensatz zu anderen Teams hat eine Cleave schon sehr kleinen Monsterpool. Das liegt aber auch daran, dass, dazu kommen wir zu den Nachteilen, fangen wir mit dem unteren an, weil das ist das Wichtigere theoretisch gesehen, also das hier, ja, damit fangen wir eben an. Es hat einen sehr, sehr hohen Runenpotenzial, sprich, du brauchst sehr schnelle Runen, schrägstrich, sehr starke Runen, ja. Du brauchst die Runen schnell für Busted, Draco für die Attackbar Pusher zum Beispiel. Aber du brauchst auch starke Runen, um die wegzuklatschen. Je nachdem, wie der Gegner pickt. Ja, und das ist das große Problem, also das größte Problem an einer Cleave. Das liegt einfach daran, dass nicht jeder die Runen für eine Cleave hat. Ab einem bestimmten Punkt ist es teilweise auch so, dass eine Cleave nicht unbedingt weiterkommt. Ja, ab einem bestimmten Punkt, das ist meistens eher so in G-Bereich der Fall. Also vorher kann man noch relativ gut cleaven, aber ab einem bestimmten Punkt, vor allem im G-Bereich, ist es halt eher so, dass es schwierig wird. Es wird wirklich schwer, ja. Und das ist halt so das Problem bei einer Cleave. Okay, kommen wir jetzt einfach mal dahin. Classic Cleave, ja. Die Classic Cleave basiert sich in der Theorie eigentlich ganz leicht darauf aus, dass du, wenn du den First Pick hast, startest du in der Regel eigentlich immer mit einer Busted. Das ist in der Regel immer dein First Pick, wenn du in der Classic Cleave anfängst. Das Problem ist bei der Cleave, wie gesagt, schnell. Ja, Busted muss schnell sein. Und wenn du eine Busted hast mit 300 Speed, ist sie teilweise sogar noch zu langsam. Ja, für eine Cleave brauchst du wirklich gute Runen. Gute Runen. Am besten sollte ich das hier oben nochmal hinschreiben. Irgendwie, ja, weil das ist das Problem bei der Cleave. Gute Runen. So, ich schreibe es jetzt nochmal extra da oben hin, weil gute Runen, das ist wirklich wichtig. Ja, ach so, ich habe den Bleistift ausgewählt, deswegen. Na, egal. Man sieht's, ne? Gute Runen, wichtig, ja. Wie gesagt, Busted mit 300 Speed, das kann sogar schon eher, werden, ja, also über 300 Speed ist bei einer Busted, was Cleave angeht, schon, also wenn du erfolgreich cleaven möchtest, schon wichtig, ja, das ist schon wichtig, vor allem bei der Busted. Gut, auf jeden Fall, danach geht es meistens weiter, was Second Pick bei dir angeht, dann bei Gegner Pick, dann keine Ahnung, mit einer Busted First Pick ist inzwischen, kann alles noch werden, ja, aber in der Regel kommt danach dann, wenn man bei der Classic Cleave bleibt, ja, dann kommt da meistens dann sowas wie, ich hab Draco vergessen. Ah, ich wusste, dass ich was vergesse. Habe ich den echt vergessen? Sekunde, Leute. Okay, so, also Draco ist dann meistens so grob
Der Second Pick, ja, Draco mit, ja, in der Regel ist es Garo. Ja, in der Regel ist es meistens Garo. Und danach ist es so ein bisschen abhängig von dem, was der Gegner pickt. Ja, also es kann teilweise auch vorkommen, dass du nicht kein Lucian oder kein Chimitap pickst. Das ist so ein bisschen gegnerabhängig tatsächlich. Ja, das ist dann am Ende tatsächlich so ein bisschen eher der Gegner abhängig, da man auch natürlich nicht unbedingt, wenn er jetzt sehr feuerlastig pickt, dann einen Lucian oder so reinpickt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann ein bisschen suboptimal. Deswegen pickt man da in der Regel dann keinen Lucian rein. Aber ich gehe jetzt einfach mal von der wirklich Standard aus. Dann kommt erstmal, ja, dann kommt meistens erstmal sowas wie ein Chimitae. Und, ja, Lucian meistens. Wir nehmen einfach mal jetzt den Lucian, ja. Das ist wirklich so standardmäßig. Kommt sehr selten vor. Das kommt eher selten vor. Warum gerade er hier noch dabei ist, abgesehen vom Damage-Output natürlich, ist das natürlich auch so, dass er jetzt hier, also er hier, natürlich auch ein Speedlead mitbringt. Ja, was es dann ein bisschen angenehmer für die zwei hier wird. Ist natürlich logisch. Wobei er hier natürlich auch noch, warte, wir machen das mal anders, er hier natürlich auch noch für ihn so ein bisschen der Support ist. Ja, weil er, wenn jetzt sie gebannt wird, hast du natürlich hier noch einen 30%igen Lead für ihn hier. Ne? Damit er dann ein bisschen besser durchkommt. Wobei sein Base-Speed, ich meine, der ist sogar okay. Also sie hat, glaube ich, einen schlechteren Base-Speed. Also wenn er sie gebannt wird, ist es meistens so, dass er hier als Lead genommen wird, für ihn noch als Support, damit er den Attack-Bar-Push macht. Das Problem natürlich ist auch, wenn er, also wenn man nur einen Supporter hat, ja, was in dem, also wenn man nur einen Attack-Bar-Booster hat, was jetzt er hier dann jetzt als Beispiel wäre, muss der Attack-Boost ausreichen, um die zwei hier zu drankommen zu lassen. Sprich, das ist natürlich auch wieder eine Sache des Speed-Tunings, ne? Speed-Tuning. Und heißt also, dass wenn er die hier jetzt pusht, die zwei hier, müssen die dann natürlich auch so weit sein, dass, wie gesagt, wenn der den Push macht, dass die zwei so gesehen dann auch drankommen. Und der Schaden muss bei denen ausreichen, der Damage, um das Team so gesehen zu one-shotten. Das ist wichtig. Ja? Das ist eine wichtige Sache, um das durchkommen zu lassen. Das ist so die grobe Erklärung der Cleave. Mehr ist das theoretisch gesehen nicht mal, ja. Okay, gehen wir mal ein anderes Szenario durch, ja. Du hast jetzt Standard-Pick, du hast wieder den First-Pick und der First-Pick ist jetzt so gesehen trotzdem Busted. So, Busted ist dein First-Pick, ja. Der bleibt bestehen. Ist meistens immer der Fall. Megan ginge auch, wie gesagt, aber Megan ist, finde ich immer sehr schwierig. Ich finde, Busted hat einfach das stärkere Kit. Ja, Busted hat einfach gegenüber von Megan das stärkere Kit. Wie zum Beispiel mit dem zweiten, der dritte mit dem Schild. Gut, sie hat einen Death Buff. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat Busted einfach ein stärkeres Kit. Auch wenn Megan leichter also in der Theorie leichter zu bauen ist durch erhöhten, höheren Base Speed. Aber okay. Danach bleiben wir eigentlich fast bei demselben. Ja, dasselbe bleibt eigentlich bestehen. Denn jetzt pickt man trotzdem in der Regel, wobei, wie gesagt, das ist jetzt die Oldschool-Variante, ja. Es gibt inzwischen schon andere Varianten, ein bisschen andere Varianten. Draco, Garo zum Beispiel sieht man nicht mehr so krass häufig. Ja, man sieht zum Beispiel dann nicht unbedingt ein Garo, sondern eher was anderes. Das ist jetzt wirklich die Classic Cleave. Ja, man steht's ja da. Das ist eine Classic Cleave. So, jetzt pickt der Gegner aber, da du ja weißt, was du machst, weil das ja schon sehr oldschool ist, die Cleave, natürlich jetzt keine Wassermonster oder so, um es leichter für dich zu machen mit Chimitae Lucian, sondern er pickt jetzt tatsächlich irgendwie Wind oder Feuer, um es dir ein bisschen schwieriger zu machen. Ja, dann hast du natürlich noch die Ausweichmöglichkeiten, jetzt eine Julie zum Beispiel zu picken. Wie gesagt, das ist alles Speedtune, dazu kommen wir aber gleich meinetwegen nochmal. Oder gegebenenfalls sogar inzwischen, finde ich persönlich Poseidon nicht schlecht. Ja, also das ist hier so. So, ne? Also entweder Julie oder Poseidon. Und dann pickst du, ja, ist unterschiedlich. Ne? Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie der Gegner halt gepickt hat. Ja, also wenn er jetzt wirklich reines Feuer genommen hat,
Ist natürlich nicht so geil, jetzt mit Wind zu kommen, wie jetzt ein Odin oder sowas. Ja, da würde ich tatsächlich eher sagen, geht man nochmal eher auf die Feuermonster zurück und pickt jetzt zum Beispiel eher gegebenenfalls eine Raki mit rein. Ja, beispielsweise. Das Problem, also das Ding ist bei der Raki, ich kann es jetzt nochmal eben erklären. Die Raki hat natürlich einen Attack Lead. Und zwar keinen schlechten. Ein 44er Attack Lead hat sie, glaube ich, für die Arena oder 40er. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Bitte nicht schlagen. Ja. Sie gibt natürlich immer einen mega geilen Attack Lead mit bei. Je nachdem, was gebannt wird. Ja, die Sache ist jetzt, sagen wir jetzt mal als Beispiel, er hier wird gebannt. Ja, er hier ist jetzt das Monster, was gebannt wird. Das ist, der ist weg. Warum auch immer, ist egal. Ja, er wird jetzt gebannt. Und dann hast du sie natürlich hier noch für den Lead. Ja, das Ding ist natürlich, du wirst ja auch ein Lead brauchen. Und der Lead hier ist meistens immer auf Damage ausgelegt. Ja, oder auf Speed, wie jetzt mit Chimitel oder mit Garo, so ein bisschen, um auf jeden Fall den First Turn zu kriegen. Wenn du aber siehst, der pickt sowieso langsamere Monster, dann musst du natürlich auch kein Speed Lead nehmen. Dann könnte er natürlich auch ein 44er Attack Lead übelst reinhauen, ne? Vorteil bei Raki ist auch noch, die kannst du auf Kampfgeist ruhen. Könnte man auf Kampfgeist ruhen, ja? Das macht natürlich nochmal zusätzlichen Schaden. Ja, erhöht nochmal den Schaden jetzt in dieser Kombination für sie hier und für die hier. Ja, für die hier würde der Schaden hier nochmal erhöht, was Kampfgeist angeht. Logisch, ne? Und im Großen und Ganzen ist das eigentlich nichts anderes, als wenn du diesen Lead hier nimmst, dass wenn, hier wieder dasselbe, ja, auch wenn du Busted und Draco hast, solltest du trotzdem, also selbst wenn du die zwei hier hast, solltest du trotzdem mit dem Push, ja, die zwei füttern können. Mit diesem Push hier, ups, mit diesem Push hier, ach, komm schon, Push, musst du diese zwei hier füttern. Also den und den, ja, mit dem Attack-Bar-Push, die müssen danach drankommen. Du darfst nicht gecuttet werden, das ist wichtig. Deswegen ist zum Beispiel ein Counterpick der gegen Antares. So, Antares ist der Latte die Hose, er cuttet, wenn er Bock hat. Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding. Es darf nicht gecuttet werden, das ist wichtig. Ja, egal, was du spielst. Ja, und mit einem doppelten Attack-Bar-Push ist es unwahrscheinlicher. Kann vorkommen, aber da muss es echt nicht gut getuned sein. Wichtig immer noch, Tuning. Tuning ist auch mit das A und O, ja. Tuning ist wichtig. In allen Hinsichten wichtig, was Cleave angeht. Ja? Aber das ist so die typische Classic Cleave. Ja? Das ist das Einzige, was man eigentlich über eine Cleave wissen muss. Das Allerwichtigste ist eigentlich ganz einfach das hier. Das ist so wichtig mit dem Tuning. Ja? Ist das hier das Wichtigste an einer Cleave? Cleaven kannst du mit vielen Monsterarten, ja. Du könntest theoretisch gesehen auch mit einem Psama cleaven anstatt einer Julie oder einem Poseidon, ja. Wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt einen Psama, ging er theoretisch auch auf Zorn gebaut, ja. Kann auch guten Schaden raushauen. Ist theoretisch möglich, aber das Wichtige ist einfach, wie gesagt, das hier. Das hier. Das hier. Das ist so wichtig. Wenn du das nicht hast und wenn du das nicht schaffst, wirklich gute Runen zu haben. Und wie gesagt, eine 300er Bastard ist sogar teilweise sogar noch langsam, ja. Da, also das ist so mal der Vergleich, was du für Runen bräuchtest, um vernünftig cleaven zu können. Ja, eine 300 Bastard, da ist theoretisch gesehen sogar noch zu langsam dafür. Ist es so, dass du das hier, wenn du das nicht hast, mach es nicht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Mach das nicht. Das ergibt nämlich einfach keinen Sinn, das dadurch zu machen. Ja, das ist jetzt einfach mal die grobe Erklärung der Classic Cleave. Combo, ja. Jetzt ist es so, dass wir auch noch eine andere Art Cleave haben. Wie gesagt, es gibt unzählige Arten von Cleave-Combs. Also man kann es auch teilweise mit Alicia spielen, man kann es auch mit einem Orki spielen, inzwischen wahrscheinlich auch mit Windart-Pinsler oder sonstigen Monstern, ja. Also man hat inzwischen wirklich viel Auswahl, um eine Cleave zu spielen. Jetzt kommen wir aber mal nicht zu der Classic Cleave, sondern zur Tablo Jamaya Cleave. Die ist ein bisschen anders. Die nehme ich jetzt noch mit rein. Für dieses Video, wir gehen natürlich noch die CC Cleave durch mal in einem anderen Video. Wir gehen noch die Slow Cleave durch, die CC Slow Cleave gehen wir nochmal durch. Wir gehen nochmal eine Bruiser Combo durch. Wir gehen nochmal andere Team Varianten durch, wie Garni Hathor oder Amelia Bollwerk, Molong Combo, sowas halt. Ja, also sowas gehen wir auch noch durch, aber heute gehen wir einfach mal nur die Cleave durch. Und bei einer Jamaya
Tablo-Kombo ist es so, dass in der Regel... ist nicht immer so. Es kann auch sein, dass man eine Busted oder so als First Pick ist. Also hier hat man ein bisschen mehr Spielraum, nenne ich es mal. Ja, hier hat man wirklich ein bisschen mehr Spielraum, was das Ganze auch ein bisschen angenehmer macht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir einfach mal Jamir als First Pick nehmen. Ja, unser Jamir ist der First Pick. Ist nicht immer so schlau. Vor allem ist jetzt, wie gesagt, ist ja auch nur ein Beispiel. Ist nur Theorie. Ja, und als Second Pick dann der Tablo, weil das ist so die Main-Combo, ja. Und danach hast du eigentlich schon viel Auswahlmöglichkeiten. Das ist das Gute an der Jamir-Tablo-Combo. In der Theorie könntest du jetzt auch eine Savannah picken oder sowas, ja. Es geht, in der Theorie geht fast alles, was AOE hat und eventuell sogar mit ein bisschen CC und sowas. Da kannst du eigentlich fast alles nehmen, ja. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir jetzt aber dann den Oki picken. Einfach, weil wir Bock drauf haben. Ja, als Second Pick. Und danach haben wir einfach... Was könnten wir denn noch spielen? Nehmen wir einfach mal... Ja, gut, okay. Eine Savannah oder so wäre hier wahrscheinlich gar wirklich nicht so bad. Aber okay, nehmen wir einfach Raki. Ist eigentlich egal. Nehmen wir einfach Raki. Und wir nehmen noch... Ja, nehmen wir einfach, weil wir Bock drauf haben. Psama. Ja, weil wir Bock drauf haben. Wo ist der? Einfach, weil wir Bock drauf haben. Ja? So, es geht ja wie gesagt nur um die Theorie. Ja, wir machen nur ein theoretisches Verhalten. Also das Ding ist halt bei einer Tablo Cleave, ja, bei der Tablo Jamaya Cleave, wie gesagt, keine Classic Cleave gerade mehr, sondern tatsächlich hier Tablo Jamaya Cleave, ja. So. Also diese zwei Monster hier, der hier und der hier, das ist so gesehen, wenn das ist Pflicht. Ja, das ist, die zwei hier sind Pflicht. Das ist Pflicht für die Cleave. Ja, für die Cleave ist es Pflicht. Wie gesagt, was auch noch mega gut wäre, wäre eine Savannah oder so. Habe ich jetzt vergessen mit rauszunehmen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Wobei, nur Sekunde. So, da haben wir die Savannah. Nehmen wir anstatt Psa, wir nehmen den Psama nicht weg, wir nehmen die Raki weg. So. Ja, das ist so gesehen Pflicht. Sprich aber, du könntest theoretisch gesehen bei dieser Cleave auch, um zum Beispiel dich jetzt nicht instant zu verraten, was Jamaya Tablo ist. Wenn du zum Beispiel siehst, okay, du pickst einen Jamaya, dann ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass Tablo auch noch kommt, wenn du einen First Pick hast, ja. So, und dann ist es eigentlich so, hier ist es egal. Du könntest in der Theorie, auch wenn du Bock hast, einfach den hier picken und der Gegner weiß noch nicht, was du vorhast. Ja, du könntest in der Theorie einfach oder meinetwegen auch eine Savannah oder so einfach picken. Ja, oder Windart hier, ging auch. Da ist es noch teilweise offen, was du spielen möchtest, das ist das Ding, ja. Das ist ein bisschen mein Spiel mit bei. Da kommt drauf an, was du pickst. Deswegen, Jamaya Flashback ist jetzt hier nicht die beste Option, die ich jetzt hier zeige, aber okay, ja. Ist in der Regel egal. Die zwei sind einfach nur wichtig, ja. Das, was man hier noch ein bisschen beachten sollte, ist natürlich alles mehr, also Crit Damage. Ist logisch, ja. Also in dem besten Falle alle auf CD. Ja, Crit Damage. Wichtig, ja. Vor allem Jamaya, nicht unbedingt auf Support, sondern wirklich auf Crit Damage. Sie ist sowieso meistens auf Crit Damage, sie auch. Er hier nicht unbedingt, aber ist vom Vorteil, wenn er auf Crit Damage ist, weil es einfach mehr Damage rausbringt. So, bei den Tablo-Jamaya-Kombos ist einfach, es ist ganz simpel. Ja, es ist echt simpel. Tablo hat natürlich mit dem, ich glaube, mit dem Third Skill den Skill, dass er den Angriffsbalken, egal ob Wille etc., den Angriffsbalken der Gegner auf Null setzt. Dafür wird er halt gestunt. Wow. Okay. Ja, darauf basiert das Ganze. Er ist natürlich der langsamste. Logisch, ne? Jamaya hat natürlich die Fähigkeit, mit dem Third Skill Uplink-Zeiten zurückzusetzen. Sprich, er ist als letztes dran. Er ist als schnellstes dran. Ja? Er ist schnell. Langsam. Ne? Logisch. So. Das ist so das Core-Ding. Ja, schnell und langsam, wichtig. So, danach ist eigentlich Latte. Nehmen wir mal, danach kommt dann sie dran. Ja, danach kommt dann, warte, machen wir anders. Danach kommt sie dran, danach kommt der dran, danach kommt meinetwegen der da dran. Ja, ist in Großen und Ganzen Latte die Hose. Ich finde, Deathbreak sollte schon noch dann als nächstes drankommen, ja. Was auch noch, ja, wie man das teilweise auch noch spielt, das habe ich jetzt gerade ein bisschen vergessen. Okay, er strippt, dann ist der Strip dran, danach ist der Deathbreak dran. Danach ist der Damage dran. So, er ist als letztes dran. Er macht den Third Skill. Boom, alles wieder von vorne. Angriffsbalken auf 0. Sie pusht ihn sogar nochmal zurück.
ist aber Latte die Hose, danach kommt er wieder dran, er macht dasselbe Spielchen nochmal, dann macht er den, meinetwegen nochmal den Third Skill, dann sind die Angriffsbalken wieder auf 0, dann macht er Death Break, er macht wieder Schaden, buff, tot. Das ist im besten Falle der Fall einer Tableau Jamiya Cleave. Auch leicht erklärt. Das Wichtigste ist einfach nur die zwei hier, wobei es auch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel mit ihm hier, ja, um halt zum Beispiel Attack Bar den Pusher mal so ein bisschen weiter zurückzunehmen oder sie halt, wie gesagt, könnte man auch so ein bisschen für sie, ihn nehmen. Ja, also es gibt so ein paar Ausweichpicks, aber das ist so das Core-Ding, dass Tableau und Jamiya halt wichtig sind in der ganzen Cleave. Ja, das ist eigentlich so das grobe Prozedere der ganzen Cleave und mehr muss man da eigentlich auch nicht groß beachten. Das ist halt das Leichte an der Cleave. Es ist leicht, man braucht nicht viele Monster, dafür aber hohe Runen, ne? Wir wissen, das hier wichtig. Also wenn das hier nicht ist, brauchst du es nicht spielen. Gut, ich glaube, ich bin durch. Ich habe, glaube ich, das Wichtigste erklärt. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, ich habe das Wichtigste erklärt. Und wenn man, wie gesagt, noch Fragen hat, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben bezüglich der Cleave. Aber ich glaube, das war grob alles Wichtige erklärt. Wenn ich was vergessen habe, könnt ihr mir gerne auch korrigieren in der in den Kommentaren. Ansonsten, wie gesagt, ich bin durch. Ich bin dankbar fürs Zuschauen, Leute. Und haut rein. Tschüss.